Hallo und willkommen in unserem Video. Heute zeigen wir euch die Pan di Stelle Biscotti Crema. Das sind die neuen Kekse, die es im Keksregal in Italien gibt. Dort ist ein kleiner Keksstreitwettbewerb zwischen Ferrero Nutella und Pan di Stelle, die zum Barilla-Konzern gehören, ausgebrochen. Deswegen hat man dort auch mal den Nutella-Keks ein wenig kopiert und ja, auch auf den Markt gebracht jetzt im Januar diesen Jahres. Der Keks hat Proportionen, das ist ein Päckchen, immer 139 Kilokalorien, hat diese leckere Pan di Stelle Creme drin, die ohne Palmöl ist, wie man auf der Werbung erkennen kann. Ja, wir öffnen mal eine Packung. Da sind 6 Päckchen mit 2 Keksen in der Packung drin. Kostet in Italien derzeit im Supermarkt zwischen 2,99 und 3,99, je nachdem, wo man kauft. Gibt es leider noch nicht an jedem Supermarkt. Also ein Euro spart zum Beispiel nicht gehabt. Werden wir ihn mal rausholen aus der Verpackung. Der ist dann nochmal in einem Papptray verpackt, der Keks. Und so sind die Einzelverpackungen mit 28 Gramm. 2 Kekse drin. Und wir wollen uns natürlich auch den Keks anschauen. Den wir in der Packung haben. Wow. Er ist, wie man erkennen kann, relativ dick. Obendrauf ist eine Schokoladencreme und weiße Creme. Und wir werden ihn einfach mal durchbrechen. Und dann kann man auch schon die Pan di Stelle Creme sehen. Schmeckt sehr schokoladig. Auch der Keks ist sehr schokoladengeschmacklastig. Von der Beschreibung her würde ich sagen, geht ein bisschen Richtung Weihnachtskekse. Ist kein Zimt drin, glaube ich, aber die Creme ist ein bisschen fester. Auch bei Zimmertemperatur. Da haben sie jetzt die ganze Zeit gelagert. Und ja, persönlich finde ich, kommt er nicht ganz so an den Nutella-Keks ran. Aber vielleicht gibt es auch andere Geschmäcker, die ihn viel, viel besser finden wie den Nutella-Keks. Wir hoffen, dass er auch nach Deutschland kommt. Zumindest über die italienischen Importläden, die sie bis jetzt noch nicht haben. Wir sind auf der Suche, dass sie demnächst auch bei uns im Shop den Keks bekommen.